So, herzlich willkommen zur Themenreihe Asterisk Teil 2. Wir wollen uns heute damit befassen, wie man Nebenstellen und Hauptkleidung konfiguriert. Das heißt also, wie man nun endlich dazu kommt, mit der Asterisk eigentlich telefonieren zu können. Mit Nebenstellen sind damit die Softphones gemeint oder wer möchte, kann sich ja auch ein IP-Telefon anschließen. Und mit Hauptkleidung letzten Endes die Verbindungen zu eurem Telefonanbieter. Dazu müssen wir einige Vorbereitungen treffen, dass wir da loslegen können. Und die möchte ich kurz mal zeigen. Wir brauchen da also als erstes die im Teil 1 vorbereitete Asterisk. Und die muss natürlich auch gestartet sein. Wir benötigen mindestens zwei Softphone, damit wir mal untereinander auch telefonieren können. Das heißt also, ich habe hier, um mal die Vielseitigkeit auch zu zeigen, die ganze Sache vorbereitet für ein Phonolite-Softphone, das ist ein Programm für den PC, und einmal für ein Zauber-Softphone, welches auf meinem Handy läuft und für Android oder iOS oder auch für den PC erhältlich ist. Und damit wir die Konfiguration auch zu eurem Telefonanbieter vollführen können, benötigen wir natürlich die Zugangsdaten für euren DSL-Router. So, und damit wollen wir dann ganz einfach auch mal beginnen. So, als erstes benötigen wir also die vorbereitete und gestartete Asterisk, so wie ich das im Teil 1 bereits beschrieben habe. Das war ja eine virtuelle Maschine, die wir da konfiguriert hatten. Ich habe die schon mal gestartet. Wir sehen das hier in diesem Fenster. Ich denke, es weiß auch jeder, wie das geht. Und darauf setzen wir jetzt ganz einfach wieder auf. So, als nächstes, sagte ich, benötigen wir natürlich entsprechende Softphones. Die müssen wir uns natürlich aus dem Internet runterladen und müssen die entsprechend konfigurieren. So, ich würde sagen, wir laden das Ganze auch erstmal runter, indem wir einfach hier in unseren Browser reingehen und zum Beispiel mal eingeben www.phonolite.de. Phonolite ist also ein kostenloses Softphone, was man hier benutzen kann. Da geht man auf Deutsch und dann hat man auch hier schon das entsprechende Download. Ja, hier hat man also dann die Möglichkeit, sich das runterzuladen und zu installieren. Ich denke, ein Setup-Programm kann auch jeder ausführen. Das muss ich nicht weiter erläutern. Und nach dem Setup-Programm lassen wir das dann auch erstmal wieder liegen. So, genauso verfahren wir dann mit einem Softphone für das Handy. Ich habe es extra mein Handy ausgewählt, damit man auch sieht, also das ist nicht nur auf PC beschränkt. Das kann man mit dem Handy, mit dem Tablet kann man das genauso machen. Da gibt es überall Softphones dafür. Ich habe also hier mal meine Handy-Oberfläche und da kann man hier ganz einfach in den Play Store gehen. Hier habe ich mir mal ausgesucht, dass wir mal einen Zauber nehmen. Ja, da sehen wir also hier schon, da haben wir Zauber und da finden wir dann hier auch dieses Zauber Zip Phone. Wichtig ist hier Zip, ja. Finden wir hier dieses Zauber Zip Phone. Sie sehen, bei mir ist das schon installiert. Auch das sicherlich kein Problem. Einfach draufklicken, installieren und dann haben wir auch das schon fertig. So, und legt euch die Zugangsdaten für euren Router bereit, denn wir müssen dann auch in den Router und müssen dort entsprechende Dinge konfigurieren. So, als nächstes gehen wir dann wieder in die Administrationsoberfläche unseres Servers, also unseres FreePBX-Servers. Zu diesem Zweck, wer nicht mehr weiß, wie das Ganze funktioniert, zeige ich noch einmal dieses Fenster hier. Ja, das heißt also, wenn ihr euch hier, wenn ihr die FreePBX hier gestartet habt, die Asterisk, und habt euch hier angemeldet, dann seht ihr hier in dieser Tabelle in der Mitte, seht ihr die IP-Adresse, falls ihr die nicht mehr wisst. 192, 168, 178.74 in meinem Fall. In eurem Fall wird das natürlich eine andere sein, aber die müsst ihr wieder in den Browser eingeben, um wieder Zugang zur Administrationsoberfläche zu bekommen. So, das machen wir hier mal. Ja, und da kommen wir dann auch schon wieder in die Administrationsoberfläche rein. Hier, wir klicken auf Administration und da fragt er wieder das Passwort ab, was wir beim letzten Mal eingegeben haben. Ich hoffe, ihr wisst das noch, sonst kann ich euch da leider auch nicht helfen. Und wir sind dann hier in der Oberfläche drin. So, was müssen wir eigentlich machen?
Wenn wir uns vorstellen, dass die Asterisk in der Mitte steht zwischen eurem Telefonanbieter und euren Telefonapparaten, dann bleiben also zwei Dinge, die zu tun sind. Zum Ersten, wir müssen Telefonapparate, also die Softphones, an die Asterisk dranbringen und wir müssen andererseits die Asterisk wiederum irgendwie an euren Telefonanbieter dranbringen. Nehmen wir also den ersten Teil davon. Wie bringen wir Telefonapparate an die Asterisk dran? Wir haben bereits die Softphones downgeloadet und wir müssen jetzt hier entsprechende Nebenstellen einrichten. Das finden wir hier unter Anwendungen. Da finden wir dann hier auch Nebenstellen und die richten wir hier ein. Ihr seht, eine Nebenstelle habe ich bereits eingerichtet. Das ist auch kein großes Problem weiter in dieser Erläuterung, denn eine Nebenstelle wird genauso eingerichtet wie die andere Nebenstelle. Das heißt also, wenn ich eine Nebenstelle zeige, wie man die einrichtet, dann könnt ihr das genauso oft, wie ihr halt Nebenstellen einrichten möchtet, wiederholen und das wird dann funktionieren. So, die Nebenstelle für das Smartphone habe ich hier bereits eingerichtet, also nehmen wir jetzt eine Nebenstelle 802, die heißt ja hier 801 oder hat die Nebenstellennummer 801. Nehmen wir jetzt die 802 für das Phoner Lite hier, für diese PC-Applikation. Dazu sagen wir einfach Nebenstelle hinzufügen. Wir müssen auswählen eine SIP-Nebenstelle, das ist wichtig. Und müssen hier als erstes unter User Extension die Nebenstellennummer eingeben. Die Nebenstellennummer ist zum Beispiel auch die, unter der ihr dann intern telefonieren könnt. So, da geben wir hier die 802 ein. Display-Name, da sage ich jetzt einfach Phone Lite, weil das unsere Applikation ist. Normalerweise schreibt man da vielleicht einen Namen hin oder so. Und bei dieser Outbound CID, das kann man eigentlich auch leer lassen, aber ich nehme dann hier immer gern hier unter der Hilfe diese Syntax und füge die dann hier ein und sage dann eben hier auch nochmal so und gebe dann hier als Nummer auch die 802 ein. So, und dann haben wir das hier auch erledigt. So, ganz wichtig hier, Secret, hoppla, da, Secret, das ist das Passwort. Die Anmeldung in den Softphones erfolgt dann immer mit der User Extension, also hier dieser Nummer und dem Passwort hier. Hier gibt man das also ein und da sage ich ganz einfach 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier mal ein einfaches Passwort drin. So als Sprachkürzel stelle ich hier Deutsch ein und dann sind wir fast schon fertig. Wir müssen noch einmal auf Erweitert klicken, nee, auf Other klicken und müssen dann hier bei Create User sagen wir hier einmal No, das brauchen wir jetzt nicht, machen wir das nicht, kriegen wir sonst eine Fehlermeldung, die uns darauf aufmerksam macht. Das war es eigentlich schon. Wir können also jetzt hier auf Submit klicken und hier auf Apply Config, um die Anwendung jetzt auch wirksam werden zu lassen. Und damit haben wir die beiden Nebenstellen fertig. Ihr müsst natürlich die erste jetzt auch noch konfigurieren. Als nächstes müssen wir die hier konfigurierten Nebenstellen natürlich jeweils auf unseren Softphones einrichten. Und da beginnen wir ganz einfach mal bei dem Smartphone. Das hat ja die Nebenstelle 801. Das holen wir uns mal hier wieder auf den Bildschirm. Haben wir das Zauber. Und gehen dann hier oben rechts in Einstellungen und Konten. So, da sagen wir Konto hinzufügen, sagen einfach Ja und sagen hier manuelle Einrichtung. So, da wählen wir SIP aus und geben hier einen Kontonamen an. Zum Beispiel Asterisk, weil wir uns an die Asterisk anbinden wollen. Hier als Host müssen wir jetzt die IP-Adresse der Asterisk eingeben, zum Beispiel in meinem Fall wieder 192, 168, 178 und die 74. Denkt dran, ihr habt eine andere. Und als nächstes das Passwort, in meinem Fall hier in diesem Beispiel 1, 2, 3, 4, 5. So, damit ist das Ganze erledigt. So, wir sagen hier noch Speichern. Halt, da hat er einen Username, den haben wir glatt vergessen, nämlich die 801. Ja, so, jetzt hat er das Ganze gespeichert. Wenn wir nochmal da draufklicken, das Konto der Asterisk ist bereit.
Und damit sind wir hier fertig. So, dann machen wir weiter mit unserem Phoner Lite. Ja, so, dann gehen wir also auch hier auf Optionen, Konfiguration, Profil neu und beginnen hier auch. Hier müssen wir eingeben wieder die IP-Adresse der Asterisk. Ja, das Ganze kopiere ich mir. Das muss dann hier bei Domain nochmal rein. Und dann sagen wir einfach okay. So, Benutzername, Authentifizierungsname ist dann die 802, die Nebenstellennummer. Und das Passwort kennen wir ja wieder, 1, 2, 3, 4, 5. So, das Ganze wird hier beendet. Und wir sehen dann hier, wir haben hier die 74, grün läuft. Ja, so, nun können wir beginnen und können einfach mal versuchen, einen Telefonanruf zu machen. Und wir gehen einfach mal hierher und rufen jetzt mal von dem Phoner Lite, also unserem PC-Softphone, rufen wir mal hier das Handy an. Das Handy hat also die 801. Die geben wir hier ganz einfach ein und wählen mal. Ja, und wir sehen, das Ganze funktioniert. So, den Anruf beenden wir dann erstmal. Und haben damit den ersten Teil unserer Arbeit geschafft. Wir haben die Nebenstellen konfiguriert und die können sogar untereinander telefonieren. So, kommen wir zum Teil 2 des heutigen Videos, also die Konfiguration der Hauptleitung. Die Nebenstellen haben wir ja nun fertig. Und diese Grafik, die soll mal verdeutlichen, wie das Ganze zusammenarbeitet und was wir jetzt als nächstes tun müssen. Wir fangen mal von hinten an. Wir haben also Ihren Telefonanbieter. Das ist nichts anderes als eine Dose in Ihrer Wand, die Sie von Ihrer Telefongesellschaft, mit der Sie Ihren Vertrag haben, da geliefert bekommen und installiert bekommen. An diese Telefondose ist Ihr Router angeschlossen. Diese Dinge nehmen wir mal so als gegeben hin und ich gehe auch davon aus, dass Ihr Router, das ist natürlich notwendig, für Telefonie geeignet ist und über den Router bei direktem Anschluss von Decktelefonen oder von analogen Telefonen oder was auch immer, dass über diesen Router schon Gespräche über Ihren Telefonanbieter geführt werden können. Also diesen Teil hier setze ich mal voraus. Für den, der das noch nicht gemacht hat, der nimmt sich bitte die Bedienungsanleitung des Router vor und dort bekommt man dann entsprechende Anleitungen, wie man eine Telefonverbindung einrichtet. So, nachdem die Kommunikation mit Router und Telefonanbieter funktioniert, dann müssen wir natürlich den anderen Teil konfigurieren, nämlich die Konfiguration zwischen Router und Asterisk. So, und dazu müssen wir hier im Router eine IP-Telefonverbindung, ein IP-Telefongerät einrichten. Das ist das Erste, was wir zu tun haben. So, über dieses IP-Telefongerät kommuniziert dann der Router wiederum mit der Asterisk bei eingehenden Rufen, wie auch die Asterisk mit dem Router bei ausgehenden Rufen. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was da passiert. Kommt also ein Ruf rein, dann kommt der Ruf vom Router hier auf den Trunk, auf die Hauptleitung, die wir als nächstes konfigurieren müssen. Von dort gibt der Trunk den Ruf weiter an eine zu konfigurierende Inbound-Route. Das heißt also, hier könnte man noch konfigurieren und man könnte verschiedene Inbound-Routen haben und so weiter. Das ist also alles, sind also alles Dinge, die für größere Unternehmen und für größere Telefonanlagen dann von Bedeutung sind. Wir brauchen hier nur eine. Die müssen wir halt konfigurieren, damit die den Ruf weiterleitet. Dann müssen wir uns überlegen, was soll mit dem Ruf eigentlich passieren? Wir haben ja hier hinten zwei Telefongeräte. Welches Prinzip wollen wir eigentlich umsetzen? Wollen wir das Prinzip Zentrale und andere Apparate umsetzen? Das heißt also, ein Ruf läuft auf eine Zentrale auf. Dort wird er immer angenommen, wird dann weitergeleitet per Hand von der Zentrale halt an andere Geräte. Oder wir machen einen sogenannten Sammelruf, dass also alle Geräte gleichzeitig klingeln und der zuerst abnimmt, der hat halt das Gespräch. Kann es notfalls dann natürlich auch intern weitervermitteln. So, da das Prinzip Zentrale ja nun auch immer zusätzliche Arbeitskräfte erfordert oder zusätzliche Leute, die die Zentrale auch besetzt halten,
Mache ich das mal anders und wir sagen hier, wir gehen mal von dem Prinzip Sammelruf aus. So, und das bedeutet also, hier kommt ein Ruf rein, der geht an die Inbound-Route und hier leiten wir das an eine sogenannte Ring Group weiter. Das ist nichts anderes als eine Definition für einen Sammelruf. In dieser Ring Group sind zusammengefasst alle Nebenstellen, die, wenn ein Ruf über diese Inbound-Route reinkommt, klingeln. Ja, und so sehen wir dann auch hier, von der Inbound-Route geht also dann gleichzeitig ein Ruf an die 801, ein Ruf an die Nebenstelle 802 und damit weiter an unsere beiden Smartphones. Umgekehrter Fall, ein Ruf geht raus. Dann geht von hier, gehen wir mal von hier aus, der vorne Leit initiiert einen Ruf nach draußen, der Ruf geht an die Nebenstelle, geht von der Nebenstelle an die Outbound-Route, selbe wie die Inbound-Route, nur andere Richtung, an die Outbound-Route, von dort wird es weitergegeben an die Hauptleitung, an den Trunk, von da an den Router und die ganze Geschichte geht raus. Ja? So, wie gesagt, dabei haben wir eine bestimmte Reihenfolge, die wir einhalten müssen, weil wir immer wieder auf die Konfiguration, die wir vorher gemacht haben, zurückgreifen müssen. Und deshalb gehen wir hier so vor, dass wir sagen, wir konfigurieren das IP-Telefoniegerät im Router als erstes, den Trunk, die Hauptleitung als zweites, die Inbound-Route als drittes, die Sammelrufgruppe als viertes und dann die Outbound-Route als fünftes. Und dann testen wir mal, was wir da so zusammengebaut haben. Beginnen wir also als erstes mit der Konfiguration des Routers. Dazu müssen wir auf die Web-Oberfläche des Routers zugreifen. Ich habe hier wieder den Internet, also den Chrome, den Internet Explorer. Und ich gebe hier die IP-Adresse meines Routers ein. Die müssen Sie natürlich kennen. Ansonsten wird das etwas beschwerlich werden. Ja, bei mir ist es immer die 1 am Ende und dann kommen Sie hier auch schon zur Anmeldeoberfläche meiner Fritzbox. So, vielleicht noch ein kleines Wort zu Routern allgemein. Es gibt eigentlich im Home-Bereich oder auch im Small-Business-Bereich nur zwei Sorten von Routern, die sehr weit verbreitet sind. Das eine ist die Fritzbox und das andere ist von der Telekom der Speedport-Router. Ein Speedport-Router habe ich hier nicht, ich habe hier eine Fritzbox, aber die Einrichtung ist hier in der Regel ziemlich analog. Das heißt also, wir müssen im Prinzip nur gucken, dass wir die Einstellung für IP-Telefonie finden und dann können wir das in der Fritzbox genauso wie im Speedport entsprechend einrichten. So, ich melde mich hier mal an. So, um es vorweg nochmal zu sagen, der Telefonanbieter, der dahinter steht, ob das nun Telekom, Vodafone, O2 oder was weiß ich nicht ist, das ist eigentlich völlig egal. Ja, wenn Sie den Router am Laufen haben, dann kann man sich an den Router connecten auf diese Art und Weise, wie ich das hier beschreibe, unabhängig davon, welcher Telefonanbieter da nun konkret hinter dem Router steht. So, da müssen wir dann hier auf Telefonie gehen. Das ist in allen Fritzboxen, soweit mir das bekannt ist, gleich. Und hier finden wir Telefoniegeräte. Da klicken wir auch drauf. So, dann Sie sehen, ich habe ja schon eine ganze Menge Telefoniegeräte konfiguriert. Wir machen das aber mal von neuem. Ich sage also hier neues Gerät einrichten. Das dauert im Moment, so schnell ist der Router nicht. Hier klicken wir dann Telefon mit und ohne Anrufbeantworter an und sagen weiter. So, hier ganz wichtig, wir müssen auswählen LAN-WAN. Wir wollen ja IP-Telefonie machen und ich nenne das Ganze hier Asterisk Test, damit wir das auch wiederfinden. Und wieder auf Weiter. So, hier kommen dann die Einstellungen. Er schlägt ihn dann hier. Sie sehen, ich hätte gern die Nummer
628 genommen, aber da lässt er mir keine Wahl, dann ist es halt die Nummer 625 und ein Kennwort 1, 2, 3, 4, 5 nehmen wir ganz einfach wieder. Da können wir nichts verwechseln jetzt bei dem Test und sagen hier auch wieder weiter. So, nun, wenn Ihr Gerät oder wenn Ihr Router jetzt schon für Telefonie eingerichtet war, dann haben Sie schon Rufnummern eingerichtet und er fragt jetzt, über welche der eingerichteten Rufnummern soll das Gespräch geführt werden. Ich sage mal hier über diese Nummer und sage einfach weiter. Und dann ist das Ganze hier auch erledigt. So, was soll er machen? Nur bestimmte Rufnummern annehmen oder alle? Ich sage ja, er soll alle annehmen. Und dann ist die Sache hier erledigt. So, wir notieren also, wir haben hier die Nummer 625 mit dem Passwort 1, 2, 3, 4, 5. So, damit ist die Konfiguration dieses Routers soweit abgeschlossen und wir können nun zum nächsten Schritt gehen. Die Konfiguration der Hauptleitung, des Trunks. Dazu müssen wir vorher noch eine Einstellung treffen, hier in erweiterte Einstellungen, da klicken wir kurz mal drauf, fahren hier mal runter bis zu einem bestimmten Punkt. Da müssen wir mal gucken, hier Dial Plan and Operational. So, und da machen wir hier das große T weg und hier das große T machen wir auch weg. Das Ganze bestätigen wir wieder mit Submit, mit Apply Config sorgen wir dafür, dass diese Änderungen wieder wirksam werden. Und fertig. Nun geht es tatsächlich an die Hauptleitung selbst. Dazu gehen wir hier auf Connectivity und finden hier an letzter Stelle Hauptleitungen. Das klicken wir an. Hier ist meistens schon eine Hauptleitung drin. Die stört uns nicht weiter. Wir müssen unsere eigene konfigurieren und klicken deshalb hier auf Amtsleitung hinzufügen und wählen hier an erster Stelle wieder SIP-Amtsleitung aus. Das brauchen wir. So, hier brauchen wir nun einen Trunk Name. Da ich ja nun an die Fritzbox ankoppeln möchte, nenne ich den auch einfach Fritzbox und dann ist er hier drin. Hier als Outbound Caller ID, das wäre dann praktisch meine rausgehende Nummer, die auf anderen angerufenen Displays angezeigt wird. Da gebe ich jetzt mal einfach eine Fantasienummer irgendwie ein und dann ist das okay. Weiterhin brauche ich hier. Könnte ich hier eingeben Dial Options, das tue ich nicht, das haben wir ja gerade deaktiviert in den Einstellungen. Und wir machen einfach weiter mit der Rufnummernkonfiguration. Hier kann man nun die gewählten Rufnummern beliebig manipulieren, um sie in ein Format zu bringen, was die Fritzbox dann eventuell auch versteht. Da brauchen wir so lange, wie wir mit Hand wählen. Und nicht aus irgendwelchen Programmen heraus uns keine großen Sorgen zu machen. Wir sagen ganz einfach, alles was mit 0 gewählt wird, da bleibt das Ganze auch bei 0. Und die Nummer muss natürlich länger sein als 3 Stellen. Und was hinten dran kommt mit dem Punkt, sagen wir, ist egal. Länger als 3 Stellen, ganz klar, denn 3 Stellen 801, 802 ist ja eine interne Rufnummer. So, da sind wir hier schon gut durch. Jetzt gehen wir in die SIP-Einstellungen und jetzt wird es kompliziert. Ich mache hier mal etwas. Ich lösche das einfach raus und trage hier etwas anderes ein. Jetzt wird sich jeder fragen, was ist das, wieso wird das gemacht und was hat das für eine Bedeutung? Das zu erklären, würde den Rahmen dieses Videos bei weitem sprengen. Wer hier
diese Parameter genau ergründen und verstehen will, dem rate ich einfach, sich eine Asterisk-Dokumentation zur Hand zu nehmen und dort gezielt nachzulesen. Ist aber für die Konstellation, die wir hier konfigurieren, nicht notwendig. Ihr könnt das einfach übernehmen. Wichtig ist nur, dass er die entsprechenden Dinge anpasst. Zum Beispiel Host. Wir haben das schon mehrfach gehabt. Das ist die IP-Adresse eures Routers. Username 625. Wir erinnern uns, 625, das war die konfigurierte Nummer für das IP-Telefon im Router. Secret. Secret ist das Passwort, welches wir im Router für diese Nummer konfiguriert haben. So, und diese Angaben, die werden dann hier bei anderen Parametern weiter unten nochmal wiederholt, wie zum Beispiel From Domain, da kommt nochmal der Router rein, Remote Secret, da kommt nochmal das Passwort rein und Default User kommt die 625 rein. Hier gibt es noch einen Wert, der heißt Callback Extension. Da habe ich jetzt mal hier eine 800 eingetragen. Diese 800 tragt ihr bitte auch ein, da kommen wir später noch drauf. Als nächstes brauchen wir hier einen Namen für den Trunk und den nenne ich ganz einfach mal für diesen Fritz.box, nicht zu verwechseln mit Fritzbox, was wir am Anfang angegeben haben, Fritz.box. Fritz.box ist ja auch der Name der Fritzbox, wie man die Fritzbox aufrufen kann. Das heißt also, ich gehe nochmal hier in die Fritzbox rein. Ich melde mich hier mal ab. Und schließe das mal hier. Und dann müsste eure Fritzbox, wenn ich das eingebe, hier auch aufrufbar sein. Wenn das bei jemand nicht funktioniert, dann liegt das an bestimmten DNS-Einstellungen im Netzwerk. Da muss man sich dann mal erkundigen oder selbst mal belesen, wie man das hinkriegt, so dass quasi hier bei Fritz.box auch die entsprechende IP-Adresse der Fritzbox angesprochen wird. Das kann man auch nicht umgehen. Ja, wer also bei wem das nicht funktioniert, der könnte auf die Idee kommen und könnte sagen, gut, kein Problem. Ich habe ja die IP-Adresse meiner Fritzbox und die trage ich dann hier ein. Wird nicht funktionieren. Warum, kann ich nicht erklären, wird aber nicht funktionieren. Das heißt also, hier muss dann Fritz.box oder Speedport, wie der angesprochen wird, stehen und das muss natürlich im Internet auflösen. Noch ein einfacher Test, den man machen kann. Man kann ja hier die Eingabeaufforderung im Windows öffnen und kann mit dem Befehl Ping einfach mal gucken, ob das klappt. Und da kann man dann auch Fritz.box eingeben. Und wenn man dann hier eine Antwort erhält, dann ist das alles okay. Ich habe die Einstellungen, die ich eben in dieses Konfigurationsfenster hineinkopiert habe, hier nochmal aufgelistet. Am besten das Video an der Stelle anhalten und diese Dinge hier sauber abschreiben und dann so in die Konfiguration eintragen. Das war jetzt für die ausgehenden Verbindungen und hier klicken wir jetzt auf Incoming und konfigurieren noch für die eingehenden Verbindungen. Das lassen wir einfach so stehen und hier, wo Passwort steht, ganz einfach wieder aus unserem Router 1, 2, 3, 4, 5. Bei Benutzerkontext hier oben tragen wir jetzt noch die 625 ein. Das ist ja die Nummer, die wir im Router konfiguriert haben. Dann noch auf Submit klicken. Anschließend auf Apply Config. Und damit ist die Hauptleitung konfiguriert. Den Router haben wir jetzt konfiguriert, hier diese Hauptleitung auch. Und wir kommen nun zu Punkt 3,
die Inbound-Route. Um eine Inbound-Route zu konfigurieren, klicken wir wieder auf Connectivity und wählen hier in der Mitte Inbound-Routes und sagen hier Add, um eine Route hinzuzufügen. Ich nenne diese Route 625, weil das die Rufnummer ist meines IP-Telefons, welches wir ja im Router konfiguriert haben. So, und was müssen wir noch angeben? Schauen wir mal. Eine Nummer brauchen wir nicht. Eine Caller-ID brauchen wir nicht. Dial Name, ein Ziel müssen wir einstellen. Natürlich brauchen wir als Ziel, wir wollen ja eine Sammelrufnummer konfigurieren. Da sagen wir hier natürlich jetzt eine Ringgroup. Das haben wir ja in unserer Übersicht auch gesehen. So, als Ringgroup-Nummer nehmen wir die 800, die hatten wir vorhin schon konfiguriert, ihr erinnert euch. Und als Beschreibung sagen wir einfach alle Telefone. Na? Und jetzt suchen wir die Telefone aus, nämlich die 801 und die 802, die wir hier angeben können. Wir sagen als Ringstrategie, also dass alle Telefone gleichzeitig klingeln. Man könnte hier auch noch andere Optionen angeben. Und als Klingelzeit sage ich mal 120 Sekunden, also 2 Minuten. Und für den Fall, dass sich in 2 Minuten keiner meldet, sagen wir hier unten, dann beende den Ruf. Terminate Call. So, damit sollten wir mit der Ringgroup auch durch sein, mit der Sammelrufgruppe. Das Ganze ist hier gespeichert und wir schauen mal hier, was wir bei der Inbound-Route noch eventuell angeben müssen. Ja, da haben wir also hier die Ringgroup angegeben. Wir schauen mal hier durch, wir gucken mal bei Erweitert, da ist nichts zu sehen. Hier haben wir nichts, da haben wir nichts und da sehe ich auch nichts. So, dann sagen wir wieder Submit und Apply Config, um die Änderung wieder wirksam werden zu lassen. Die eingehenden Rufe haben wir jetzt konfiguriert, also vom Router, wo wir hier ein IP-Telefongerät angelegt haben, bisschen über die Hauptleitung, die Inbound-Route, die Ringgroup und vorher hatten wir ja schon die Nebenstellen und die Softphones. Haben wir die eingehenden Bereiche jetzt konfiguriert. Nun geht es noch um ausgehende Rufe, dass die funktionieren. Das heißt also ausgehend von den Smartphones und den Nebenstellen, die wie gesagt schon aktiviert sind, müssen wir jetzt noch die Outbound-Route konfigurieren, die dran an den Trunk ankoppelt. Um die Outbound-Route zu konfigurieren, klicken wir wiederum auf Connectivity und wählen dann hier Outbound-Routes. Hier wieder Add. Und hier geben wir einen Namen ein, zum Beispiel ausgehend alle. Ja, und viel mehr müssen wir hier gar nicht angeben. Wir müssen dann hier noch angeben, wir müssen uns immer vorstellen, vom Telefon über die Nebenstellen kommt es zur Outbound-Route. Und jetzt müssen wir hier sagen, ja, wohin damit? Und da klicken wir hier und sagen, also zur Fritzbox, wohin sonst? Ja, so hier bei Dial Patterns geben wir hier einfach einen Punkt ein, weil wir sagen, komm, alles durchlassen, weil der Rest wird ja dann über unsere Konfiguration im Trunk selbst geregelt. So, hier ist nichts weiter zu tun. Ja, alles fertig und Submit. Apply Config. Und damit sollte unsere Konfiguration abgeschlossen sein. So, dann wollen wir mal schauen, ob unsere Konfiguration funktioniert. Wir testen das Ganze als erstes mal mit einem eingehenden Anruf. Hier haben wir ja wieder unser Smartphone, hier haben wir unser Softphone, unser Phonerlight und ich rufe von einem weiteren Handy aus jetzt einfach mal an. Das Ganze dauert einen kleinen Moment. Denn hier sind zwei Anlagen in Reihe geschaltet und die eine, die hat noch eine kleine Ansprache vorm Melden.
Oh, das müsste gleich losgehen. So, wir sehen hier, das hat also funktioniert. Auf beiden Geräten ist ein Ruf angekommen. So, als nächstes gucken wir mal, ob ausgehende Anrufe funktionieren. Das heißt also, ich werde hier jetzt mal die Nummer des dritten Handys hier oder des zweiten Handys eingeben und werde mal versuchen, einen Ruf nach draußen zu starten. So, und diese Nummer rufen wir jetzt mal an. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja. Und ihr habt gesehen, das Ganze hat auch funktioniert. Der Ruf kommt an und wir probieren das Ganze auch nochmal hier vom Handy aus, ob das auch funktioniert. Und wählen. So, und ihr habt gesehen, auch das funktioniert. Das heißt also, unsere Konfiguration funktioniert. Eingehende Anrufe kommen als Sammelanruf auf jedes angeschlossene Telefon, Softphone und ausgehende Anrufe funktionieren auch. Mir bleibt nur, euch allen viel Spaß zu wünschen beim Ausprobieren und gebt mal eine Rückinfo, ob es geklappt hat. Danke und tschüss.